herzlich willkommen. In diesem Video nehmen wir euch mit zum Winterangeln vom Ufer hier in Norwegen. Es hat kräftig geschneit, es ist bitterkalt und wir hoffen, dass wir euch heute einen großen Fisch fangen. Los geht's! Der Schnee hat unsere Wahlheimat, die norwegische Atlantikküste, in ein weißes Wunderland verwandelt. Wir atmen die frische und klare Meeresluft und die Wintersonne scheint uns ins Gesicht. Einige Tage lang hat es nun geschneit und wir haben jeden Morgen entzückt aus dem Fenster geblickt und haben die Menge des neu hinzugekommenen Schnees bewundert. Nun ist der Himmel strahlend blau und bildet einen wunderschönen Kontrast zur weißen Winterlandschaft und lässt das Meer in einem tiefen Blau erstrahlen. Am Tag zuvor haben wir uns in der Stadt mit neuen Verbrauchsmaterialien für unser bevorstehendes Angelvorhaben ausgestattet. Doof, dass ich keine Spule mitgebracht habe. Soll ich noch mal losfahren und die Spule holen? Was wir machen. Weißt du, wo die ist? Ja. Jetzt ist halt die Frage, fahre ich jetzt zurück und suche die Spule? Ha? Die ist aber nicht an der Angel dran. Ja, aber ich schmeiß die irgendwie auf den Boden. Sie muss doch irgendwo sein. Halb eins. Das heißt, wenn ich jetzt zurückfahre und wieder herkomme, bin ich um eins wieder hier. Na gut, dann mache ich das. So etwas Blödes. Da hatte ich tatsächlich die Spule für meine Angel zu Hause gelassen. Aber nun bin ich zurück und kann in Kürze auch meine Angel auswerfen. Viel Schnur ist an meiner Angel nicht mehr dran, aber ich mache das Beste daraus. Es geht uns nicht nur darum, die Angel auszuwerfen und Fische zu fangen, sondern es geht darum, den Kopf frei zu bekommen und an der frischen Luft in der Natur die innere Ruhe zu finden. Dankeschön. Und weißt du was? Dafür, dass du das so toll gemacht hast, habe ich dir einen Kaffee mitgebracht. Einen schönen kalten, ja? Nee, in einer Thermoskanne. Okay. Ich hätte gedacht, dass man jetzt hier hinstellen.
Musst du mal probieren, ob das jetzt deine ist oder meine. Voll gut. Sehr gut. Geil, ne? So ein warmes Getränk. Ich habe jetzt einfach mal den alten Lachs genommen, der ein bisschen abgelaufen war. Ja, auf dem Kühlschrank. Und guck, weil ich gedacht habe, der hat eine rote Farbe. Da, ne? Also hier. Da ist der alte, leicht abgelaufene Lachs aus dem Kühlschrank. Am Haken. Ein Blei dran und so ein fluoreszierendes Ding. Und damit wollen wir große Fische fangen. Habe ich schon mal. Ja, eben. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist schon erprobt. Ja, deswegen wollen wir heute das nicht mit Blinkern probieren, wie sonst immer also und wie das jeder macht, sondern wir haben heute eine ganz andere Mission. Wir wollen große Fische fangen. Oh, soll ich mal weggehen? Ja. Oh, schnell weg. Jetzt einfach nur warten, ne? Das Wichtigste ist ein trockenes Handtuch, sonst hast du Eishände. Auch in den Handschuhen. Ich habe die anderen Beheizbaren ja nicht mit. Da kommst du sowieso nicht rein mit nassen Händen. So. Im Sommer haben wir an dieser Stelle geangelt, um den Fang als Köder für den Winter einzufrieren. Ursprünglich waren die Köder fürs Angeln vom Boot vorgesehen, aber wir haben festgestellt, dass wir auch vom Ufer aus damit bessere Ergebnisse erzielen als mit Blinkern. Na, was gibt's heute Leckeres? Ja, ich schwöre auf Makrele. Ich hoffe, mehr geht nicht. So, wir haben uns unsere Angel im Angelgeschäft aufspulen lassen und jetzt hatten wir so viele Hänger, dass leider die Schnur schon am Ende ist und da guckt so ein Stückchen von der Schnur raus und dort bleibt es immer hängen. Das wollen wir jetzt mit dieser Schere abschneiden und gucken, ob ich dann weiter angeln kann. Eigentlich bräuchten wir ein Feuerzeug. Ja, aber wir rauchen nicht, deswegen haben wir keins. Zu viel ist auch nicht gut. Sehr gut. Oh, schneid dir nicht in den Finger, du. Oh. Du hast dich fast geschnitten. Ja, das ist dir doch egal eigentlich. Das ist mir nicht egal. Buch. Soll ich das festhalten? Nee, ich habe Blei dran. Die Schere ist stumpf. Aber ich glaube, das ist egal. Ja, ich glaube, so. Du musst da noch mehr von abschneiden, von dem durchsichtigen Nylonfaden. Nee. Die Szenerie hat sich gewandelt und das Wetter schlägt um. Graue Wolken ziehen auf und ein eisiger Wind bläst uns ins Gesicht. Schließlich beginnt es zu schneien. Wir nehmen den Wetterumschwung und die anderen kleinen Hürden, die sich uns an diesem Tag in den Weg stellen, gar nicht wahr. Erst im Nachhinein ist uns aufgefallen, dass die Tatsache, dass ich meine Spule vergessen habe, das Wetter umgeschwungen ist und wir zu Beginn mit dem Auto im Schnee stecken geblieben sind und ich schließlich auch meine restliche Schnur im Kraut verloren habe, uns hätte die Laune vermiesen können. Dem war aber nicht so. Oh nee, fängt immer mehr an.
aber stürmisch. Jetzt wird es aber stürmisch. Unsere Glaubenssätze und unsere Erwartungshaltung beeinflussen, wie wir mit Herausforderungen umgehen und welche Auswirkungen sie auf unsere psychische und physische Gesundheit haben. Wir sind mit der Erwartungshaltung losgezogen, einen wunderschönen und entspannten Tag zu genießen. Das hat uns automatisch dazu verleitet, entsprechend mit der Situation umzugehen, ohne dabei unseren Optimismus zu verlieren. Ja. So, das so. Sehe ich auch. Wow! Ja, komm! Hey! Genau so einen wollte ich haben. Zack! Woo! Geil! Da! Was hat der denn da oben? Guck mal! Der oben, der wurde irgendwie. Ne? Was ist mit dem los? Ja, der ist irgendwie. Vielleicht hat er sich gerade verletzt beim Hochziehen. Nee, das war ich nicht. Der hängt aber gut fest. Reicht. So, hier ist meine Hand mal im Vergleich. Schon. Der ist schon im Arsch. Der ist doch gut. Die wehren sich auch nicht so dolle. Weißt du was, ich freue mich voll. Ja, ich freue mich richtig über diesen Fisch. Echt? Glaubst du gar nicht. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Doch, das ist ein Gesetz der großen Zahl. Ja, ein Gesetz der großen Zahl, ich weiß. Aber es ist nicht so, dass man einfach ja, das ist oben hier die Angel einfach reinwirft und direkt beißen die Fische wie sonst was. Ja, ja, hier ist das leider nicht so. Man muss da schon ein bisschen Geduld haben. Man kann sich davon ernähren, aber Geduld muss man mitbringen. So. Eigene Erwartung die Wirklichkeit beeinflusst, nennt man den Erwartungseffekt. In unserem Fall hat unsere Erwartung, einen Fisch zu fangen, uns tatsächlich einen Fisch eingebracht. Wir hätten ansonsten vermutlich früher aufgegeben. Stattdessen haben wir die kleinen Unwegsamkeiten nicht wahrgenommen und den Tag genossen.
schlecht gar nicht. So schlecht ist das gar nicht. Gut, das haben wir jetzt hier nicht. Aber ich habe den ja auch nicht auseinandergenommen. Ich fand den jetzt ganz gut. Da ist jetzt schon noch viel Zeug, das will ich ja sowieso nicht essen. Hier oben. Na gut, also das möchte ich jetzt auch nicht essen. Hier sind die Flossen. Rückenflossen dran. Ich würde sagen, das muss weg. Ich glaube, das schneide ich alles weg. Da. Da. Ziehen. Einfach durchziehen. Da ist immer noch die Wunde. Die Haut ist ganz schön dick. Viele aktuelle Krisen entziehen sich unserer Kontrolle. Aber wie besonnen und konstruktiv wir damit umgehen, wird maßgeblich durch unsere Erwartungshaltung beeinflusst. Den Erwartungseffekt habe ich am eigenen Leibe gespürt, als wir nach Norwegen ausgewandert sind. Die Entscheidung, alles, was wir uns in Deutschland aufgebaut haben, zurückzulassen, ist mir nicht leicht gefallen. Ich bin mit der Erwartung nach Norwegen gegangen, dass unser Leben in Norwegen einsamer, schwieriger und weniger luxuriös wird. Diese Erwartung hat sich dann schließlich auf meine Gesundheit ausgewirkt. Ich habe unter der Dunkelheit im Winter gelitten und habe eine allergische Reaktion im Gesicht bekommen. Doch dann habe ich begriffen, dass mich meine Erwartung beeinflusst. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen sie, wie wir sind. Vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr Angst vor einem Einbrecher habt, dann hört sich nachts plötzlich jedes Geräusch wie ein Einbrecher an. Unser Gehirn führt Simulationen anhand unserer Erwartungen durch, was unsere Wahrnehmung beeinflusst. Erst wenn wir den Erwartungseffekt erkennen, können wir ihn für ein längeres, glücklicheres und gesünderes Leben nutzen. Nun sind wir richtig in Norwegen angekommen. Meine Einstellung hat sich vollkommen verändert und ich möchte auf keinen Fall zurück nach Deutschland. Zu diesem Thema gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien. In einer Studie der Harvard-Universität wurden Hotelreinigungskräfte über die positiven Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Fitness informiert. Tätigkeiten wie Betten machen, Staubsaugen und Spiegelreinigen oder eben Kochen wurden Äquivalente eines Fitnesstrainings zugewiesen. Das Ergebnis nach einigen Wochen war, dass die Teilnehmer, die Informationen erhalten hatten, durchschnittlich bessere Gesundheitswerte aufweisen konnten als eine Kontrollgruppe, die keine Informationen erhalten hatte. Wenn ihr mehr über den Erwartungseffekt wissen möchtet, verlinke ich euch ein Buch dazu unten in der Videobeschreibung. Sieht das nicht schon extrem lecker aus? Wer kennt das nicht? Im Urlaub hat man an der Mittelmeerküste einen Wein getrunken, der einem unglaublich gut zum Kalmar à la Plancha geschmeckt hat. Man nimmt eine Flasche mit nach Hause, um ihn zu Hause zu trinken, und dann schmeckt der Wein plötzlich zu Hause nicht mehr. Der Erwartungseffekt
wirkt sich auch auf unseren Geschmack aus. Wenn wir erwarten, dass etwas gut schmeckt, dann schmeckt es uns auch besser. Wir spüren das auch bei jedem Fisch, den wir zubereiten. Selbst gefangener Fisch schmeckt köstlicher als jeder Fisch, den man an der Theke kaufen kann. Sei er auch noch so frisch von der Theke.